Am Morgen des 19. August 2013 hat ein unbekanntes Flugobjekt nahe der internationalen Raumstation die NASA in Unruhe versetzt. Der Astronaut Chris Cassidy hatte das UFO entdeckt, auf Video festgehalten und zur Erde geschickt. Stundenlang rätselten die NASA-Mitarbeiter in Houston über das hell leuchtende Objekt, das nur wenige Meter neben der ISS schwebte. Da es wesentlich langsamer als die Raumstation flog, soll laut NASA keine ernsthafte Kollisionsgefahr bestanden haben. Die Lösung des Rätsels kam nach wenigen Stunden aus Russland. Das unbekannte Flugobjekt sei eine Antennenabdeckung, die sich vom Svesta-Modul gelöst habe, meldeten Bodenmitarbeiter der russischen Raumfahrtbehörde. Das Modul stammt aus Russland, gehört zu den ältesten Teilen der ISS und beinhaltet die Lebenserhaltungssysteme. Nach einigen Stunden gemeinsamen Flugs verabschiedete sich schließlich die Abdeckung von der ISS. Sie wurde von der Erde angezogen und verglühte in der Atmosphäre.